Das ist Musik heutzutage. Chakawa. Wir haben gerade Praktikum bei einem selbstständigen Webdesigner und naja, der allgemeine Arbeitstag sieht ungefähr so aus. Und dabei ist uns aufgefallen, dass die Musik heutzutage echt merkwürdig ist. Sie hat total ihren Anspruch verloren. Ich höre allgemein nicht die Musik, die momentan in den Charts ist. Das kriege ich einfach nicht mit. Oh, du bist so ein Hipster, Mainstream, Anti-Pussy-Paschi. Ich kann mir einfach kein Radio leisten. Deswegen haben wir uns sehr gewundert, was es so momentan so gibt. Diesen kranken Scheiß. Also anscheinend geht es in diesen Liedern wirklich nur noch um Sex und Clubs und Partys und dicke Hintern. Und Hangover und irgendwelche komischen Laute hintereinander grölen. Ella, 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 E, E, E. Oh, wir werden GEMA-Probleme kriegen. Oh, die GEMA wird uns so töten. Markiert uns nicht. Nee, nee. So weil dann markiere ich dich. Wir transponieren das noch alles und dann kann uns keiner was. Nee, man macht ein Lied rein. Und dann geht's irgendwie, yo, ich geh in den Club und da sind geile Mädels und ich schick erst die aus. Und in anderen Lied heißt es dann, ho, ich hab den Testosteronspiegel hoch, jetzt geh ich in den Club und schick Mädels aus. Wow, wie einfallsreich. Oh, die ist heiß, aber die ist noch heißer und die hat geile Titten und wow, guck dir das Viech an, die mache ich mir klar. Und jetzt hol ich meinen Lümmel raus und werde sie voll penetrieren in ihr Gesicht, Mann. Yeah. Und dazu ein geiler Hip-Hop-Scheiß-Dubstep-Mega-Beat, der jetzt heutzutage voll in ist. Ja. Ja, also irgendwie versucht die Popindustrie Dubstep jetzt auch noch für sich einzunehmen. Ja, ist doch auch schon so. Ja. Ach, ich wette, die Popmusik hat, das ist wie so ein Ring von Bösewichten, ist das? So eine Liga der Bösewichte. Und der Anführer. Und der Anführer ist Justin Bieber. Man kann uns nicht übel nehmen, dass wir Justin Bieber nicht mögen, weil ja, wir haben Penisse. Wir brauchen mehr Dubstep. Mehr Dubstep. Oder was? Unsere Dubstep-Legion ist nicht aufgefüllt. Ja, genau. Oder ne, und ich wette auf, der rekrutiert Leute wie halt dieses, wie heißen die, One Direction oder so? Diese neue lustige Teenie-Boy-Group-Band. Kenn ich doch nicht aus, Alter. Ich kenne es auch nur von 9GAG. Ich meine, diese, und dann habe ich mir was auf YouTube angeguckt. Diese vier schwulen Boys, die dann da irgendwie, weiß ich nicht, so auf Backstreet Boys in nur 10 Jahre jünger nochmal machen, irgendwie, das ist voll eklig. Ich wette, diese ganzen Boygroups sind in Wirklichkeit Ringgeister. Ringgeister, die Popmusik machen, um Mädchen die Seelen auszusaugen. Ich meine, das wäre ziemlich leicht. Müssen sie nicht mit irgendwelchen komischen Pferden rumrennen und Leute abtöten. Aber was sind jetzt Ringgeister? Verstehe ich noch nicht. Kennst du nicht die Ringgeister? Meinst die Nazgul? Alter, der kennt die Ringgeister nicht! Redest du jetzt über Warcraft oder was? Herr der Ringe, Mann! Du Spasti! Die sieben Ringgeister! Ach, die Ringgeister! Oh, mein Gott! Echt schwer von KP. KP? 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 Das ist ja wieder ein Idiot. Ich meine, ich bin mal kurz AFK, Alter! Er kennt AFK nicht oder er kannte AFK nicht. Wir kommen vom Thema ab. Thema ist Musik. Bleib jetzt hier. Bleib beim Thema, Schlampe. Ich finde, Musik sollte mehr ernste Themen beinhalten, wie seine Steuern machen. Genau. Steuererklärung ist, ich meine, dann würde man jungen Menschen auch mal beibringen, wie man sowas macht. Also halt auf musikalische Art und Weise, am besten mit Dubstep drunter. Yeah! Steuern! Ja, wäre doch mal geil. Eine Band mit super tollen Texten, die ich schon mag, seit ich kleines Kind bin. Rammstein! Rammstein ist toll, da geht's wirklich um tolle Sachen wie zerstören, Benzin und Kinder anzünden. Und Männer gegen Männer. Naja, ist auch toll. Das Lied ist wirklich geil. Ja, das Lied ist wirklich cool. Auf der anderen Seite stehe ich auf Britpop, was das totale Gegenteil ist. So Coldplay. Coldplay-Style, wirklich, ey. Dann einmal hört er dieses Benzin und dann dieses ich mache mit meinem Gesang alle Mädchen voll. Er macht sich selber feucht, weil es ist ja irgendwie 80% der Lieder geht es nur darum, oh Liebe und du bist nicht da. And I will try to fix you. Live ist das Lied ziemlich geil. Ja, voll viel Emotionen und so, da wird deine Muschi wahrscheinlich richtig feucht. Da flattern meine Muschiflügel. Ja, tu die Fresse. Ja. Ich mit meinem super Indie-Psychedelic-Rock, den ich höre oder was. Ja, tut mir leid, ich stehe auf Pink Floyd und Beatles, ich bin böse, ich weiß. Meine Mutter hört auch gerne Beatles. Nehm mal, Pink Floyd, 80% auf dem Album ist nur irgendwelche Psychedelic-Psycho-Sounds. Oh, ja. Und dann setzt die Gitarre rein, macht drei Töne und er sitzt da. Oh, Genius! Es klingt viel zu geil. Der Sound ist Hammer und David Gilmour ist Hammer und deine Mutter ist Hammer und sie hat mir was gespendiert.
Tschüss. David Gilmour hat dir Wasser spendiert? Nein, deine Mama. Achso, meine Mama ist David Gilmour? Nein. Hat deine Mama etwa so lange Haare? Nein. Obwohl, warte mal, jetzt ist er ja alt und sieht aus wie ein großes Baby. Hört ihr eigentlich auf die Texte in euren Liedern oder hört ihr einfach nur auf die Melodie? Zitiert doch einfach mal eure Lieblingstextstellen aus euren Liedern, die ihr so hört. Und schreibt sie unten in die Kommentare. Und wenn ihr gerade mal dabei seid, gebt ganz viele Daumen hoch. Und ja, 5 am besten. Ja. Dann gibt's Käse auf dem Schnitzel. Was denn? Ich mag Schnitzel. Ich auch.